Mein heutiger Gast, der hat seine unglaubliche Karriere quasi hier bei uns in Baden-Württemberg begonnen. Beim Schlagerfestival in Baden-Baden 1965. Mit 17 hat man noch Träume, hieß ihr Song damals. Die Amerikanerin wurde damit bei uns über Nacht berühmt. Und auch mit 71 hat sie nicht aufgehört zu träumen. Mit 17 hat man noch Träume, da wachsen noch alle Bäume in den Himmel der Liebe. Peggy March, sie ist wieder im Lande mit einem neuen Album. Sie lebt in Amerika und legendär sind ihre Erfolge. Beim ersten Hit war sie gerade mal 15. Auf Hochzeitsreise gehen sie und ihr Ehemann und Manager Arnie Harris ins romantische Heidelberg. Und an ihn erinnert sie sich bei ihrem Lieblingssong. Hier ist sie, Peggy March. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie bei uns sind. Ich freue mich, da zu sein. Ja, Sie zeigen sehr, sehr viel Gefühl in Ihrem neuen Album. Sowohl Temperament, aber auch sehr melancholisch. Ja, bei diesem ausgerechnet, ja. Das ist eigentlich ein junger Mann, der hat das geschrieben. Ich habe ihn gebeten, heißt Jonathan Zelter, ich habe ihn gebeten, für mich ein Lied zu schreiben. Mhm. Ich habe mehrere Sachen von ihm gehört. Ich meinte, der junge Mann hat so viele, ich weiß nicht, Gefühl von Liedern und Texten. Und das hat er gemacht. Es hat ein bisschen gedauert, aber ich habe gesagt, na, ich gehe bald im Studio, schreibe für mich ein Lied, habe ich das so gemacht. Und der hat es tatsächlich gemacht und dies ist rausgekommen. Und Sie sagen eigentlich, da passt jedes Wort auf mich, es auf ist meine Wahnsinn. Geschichte. Ich habe ihn gefragt, wie ist er dann auf diesen Text über? Ja, ich habe vieles über dich gelesen und ich bin auf dem Internet gegangen und dabei habe ich diesen Text und es ist so persönlich, dass auch beim Üben und auch im Studio habe ich weinen müssen, habe ich aufbrechen müssen, sagen, also ich komme später, ich sage das ist wirklich wahnsinnig persönlich. Cool. Und jetzt ist es alles aus dem Jahr, das kann ich auch live machen, aber ich fand das Lied so schön. Mhm. Ich kann nur hoffen, dass die es zuhören, findet es auch wirklich schön. Ich habe gesagt, Sie leben in Amerika, da lebt auch Ihre Tochter, Ihr Enkelkind. Ja. Und Sie skypen dauernd, weil Sie sich nicht sehen können, weil so viel zu tun ist und so Entfernungen so groß. Skypen Sie, wenn Sie jetzt hier in Baden-Württemberg sind? Ich versuche das, Zeitunterschied, das Jahr, weil die arbeitet und er ist in die Schule. Okay. Das ist ja ein bisschen schwerer, also mehr schwer auf jeden Fall. Ich versuche das. Mhm. Auf jeden Fall habe ich das mal gemacht, als ich mal auf die Schlagerlegende-Tournee war. Und ich habe ihm gesagt, ja, hier ist eine schöne Halle, schau, was die Grammy macht. Wo die Grammy ist. Familie ist schon wichtig für Sie, oder? Ja, schon. Ich habe nur ein Kind und sie hat nur ein Kind. Und sie ist meins. Das ist mein Baby und das ist schon mir sehr, sehr wichtig. Allerdings mein Beruf, sie weiß schon, wie nah ich bin an dem Beruf. Es ist mein Ding. Und dann habe ich was gehört und da habe ich gedacht, hä, ist das echt wahr? Ist es Peggy March? Die sitzt abends vorm Fernseher und häkelt Topflappen und Decken. Ja, tue ich das auch noch. Echt? Ja. Das ist so... Ich dachte, Sie sind dauernd irgendwie auf irgendwelchen Shows. Und auch irgendwie das noch. Auch ich gebe aber ein paar Tage oder Abende, wo ich nicht gerade auf die Bühne bin. Und dann häkel ich. Ich muss was mit den Händen haben, zu tun haben. Das aber die Aftershow-Partys sind nicht mehr ganz so wild wie damals, oder? Also, überhaupt nicht wild gewesen. Ich auch bin nicht eine. Ich gehe immer erst ins Bett. Ich bin immer der Erste, der ins Bett geht. Partys habe ich sowieso nie gemocht. Ich bin eigentlich ein ziemlich langweiliger Mensch, ehrlich. Ja, das glaube ich Ihnen überhaupt nicht. Wir haben gerade gesehen, in Heidelberg geheiratet. Ihre Erinnerungen an Heidelberg, an Baden-Württemberg überhaupt? Ich liebe Heidelberg, liebe Baden-Baden. Das sind Städte für uns, sag mal Amerikaner, die wir haben nicht. Wir haben diese Städte in dieser Art und Weise nicht. Heidelberg. Ach, mit der Schloss und es ist wunderschön. Das haben wir nicht und es ist also wie eine Romanze. Es ist ja herrlich. Und da begann ja die Karriere und wir gucken mal einfach so ein paar, zwei, drei kleine Songs müssen jetzt sein, oder? Ja, okay. Oh, 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 memories of Heidelberg sind memories of you. Und diese schönen Zeit, da träum ich immer zu. So
alles geschieht. Geile Frise. Ja, die Girls und die Boys. Was ist eine Frise? Eine Frisur. Oh, das war meine Perücke. Ich dachte, einen Tag tue ich das. Die habe ich noch. Die Perücke, ja. Das war live auch damals. Das haben wir live gemacht. Großartig, muss ich sagen. Also, wir hatten viel Spaß gerade. Ja. Sie haben ja früher deutsche Texte gesungen und eigentlich kein Wort verstanden, ne? Also damals schon. Ja, da also, dann, aber, ja, ganz da, am Anfang. Aber ganz, mit 17 habe ich nicht verstanden. Ich wusste nur, dass es handelt sich mit einer 17-Jährigen, das wusste ich schon. Das ist mir alles erklärt worden. Aha. Aber der Inhalt, den Text, das richtige Gefühl, den Text, habe ich wirklich nicht gewusst. Und wenn Sie diese Bilder jetzt so sehen, was geht Ihnen da durch den Kopf? Ja, ich sage immer, wie dünn ich war, um Gottes Willen. Ich wog damals nichts und die Kleider auch noch. Nein, nein, nie wieder diese Kleider. Nicht nein, zurück nein. in diese nein, Zeit. Nein, will ich gar nicht. Sie haben ja sehr früh angefangen, mit 15. Zu früh vielleicht auch? Nein. Nein? Warum? Für Sie war es gut? Ich bin die Einzige, der so früh anfing ja, eigentlich. Ja, ja. Ich bin die jüngste Sängerin, die überhaupt den Nummer 1 in Amerika hatte. Dieser Wahnsinn. Rekord hält noch. Cool. Es ist cool. Ja, irgendwie ist es schon. Cool. Ja. Es war nicht so früh. Ich wollte das machen. Ich wollte auch reisen. Viele. Ja. Ich habe diese Träume sind alle in Erfüllung gegangen. Kommen denn manchmal auch junge Künstler? Jetzt haben wir ja überall diese Castingshows. Alle wollen ja jetzt Sänger werden und prominent und viel Geld verdienen. Kommen die dann manchmal auch und sagen, Peggy, können Sie mal mir einen Tipp geben? Was muss ich beachten? Nein. Nicht? Bis jetzt? Was würden nicht. Sie ihnen denn sagen? Ich meine, was würden Sie ihnen denn raten, solchen jungen Leuten? Erstmal, du musst an dich selber glauben. Das ist sehr, sehr wichtig. Also wirklich glauben an deine Begabung. Mhm. Und Rat von vielen nehmen, nicht von allen, aber Rat mal hören und nicht sagen, ich kann das und du weißt nichts. Also annehmen und dann sich verbessern. Und bitte nie wie jemand anders sein. Ja, du musst dein eigenes Ding, ja, du musst dein eigenes Ding haben, dein eigenes Sound, dein eigener Weg, die Texte auszusprechen. Ja. Das ist so wichtig. So wie Sie es auch gemacht haben. Und Sie haben ohne zu denken, das ja, habe ich ja. Es hat einfach geklappt. Und Ihr neues Album heißt, man ist nie zu alt für Träume. Genau. Was ist Ihr Traum noch? Ich möchte gern, also ich möchte, dass es natürlich ein Erfolg wird, dieser EP, okay. Weil der liegt wahnsinnig nah an mein Herz, das stimmt. Aber ich möchte mal auch ein Solo-Turnier in Deutschland machen, habe ich nie gemacht. Nein, in echt? All den, nee, habe ich nie gemacht. Ja, aber dann machen Sie es doch. Eben, finde ich auch. Jetzt ist höchstens. Also ich kaufe mir eine Karte in der ersten Reihe. Sehr gut. Dann sind wir schon zwei, oder? Ja, eben, genau das. Perfekt. Peggy, es hat sehr viel Spaß gemacht mit Ihnen. Alles, alles Gute. Dankeschön. Bleiben Sie gesund und kommen Sie wieder. Mit dir Spaß. Ja, tue ich gern. Ja? Ja? Bis bald. Tschüss.